Mein Gott, Bro, ich weiß, wo wir das letzte Mal zu zweit spazieren waren. Eigentlich jeden Tag, Bro. Du lässt dich ganz schön gehen mit der Zeit, ne? Oh mein Gott, siehst du sie da drüben? Das ist genau dein Typ, ne? Ja, ich glaube genau, das ist Liebe auf den ersten Blick. Und sowas glaubst du? Wir müssen herausfinden, wer sie ist und was sie macht. Okay, lass uns hinterher gehen, komm. Okay. Bro, sie sind in die Ethika-Filiale verschwunden. Kann ich verstehen, gehe ich auch mal einkaufen, ist echt ein guter Laden. Okay, dann lass uns warten, bis sie wieder rauskommt. Okay. Mann, wir warten jetzt bestimmt schon eine Stunde. Ich sehe nur eine Lösung. Lass uns hinterher gehen. Okay. 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 Ja. Das gibt's ja gar nicht. Sie arbeitet hier. Toll, und wie soll ich sie jetzt ansprechen? Es gibt nur eine Option. Bewirb dich für eine Ausbildung. Ich weiß doch gar nicht, wie das mit dem Werben funktioniert. Das ist alles so kompliziert. Beruhig dich, Bro. Ich habe kürzlich gelesen, man kann sich auch bei Ethika per Video bewerben. Per Video? Ja. Das ist ja perfekt für mich, okay? Dann nehme ich das Video doch einfach direkt mal auf, okay? Kannst du mir helfen? Ja, er wollte sich gerade bewerben bei euch. Na gut, wenn das so ist, dann komm mal mit. Okay, wo bewirbst du dich denn gerade? In einem Supermarkt. Ja, aber doch nicht in irgendeinem Supermarkt. Du bist hier bei der Edeka Minden Hannover. Okay, schau ich mir auf. Okay, gut. Was sind deine Stärken? Also, ich bin Influencer. Ich denke, ich kann gut sprechen. Das ist schon mal ein Anfang. Kommunikation ist ein gutes Stichwort. Was sind deine Schwächen? Ich habe gar keine Schwächen. Und jetzt wirklich? Okay. Also erstens, ich kann unter Zeitdruck nicht arbeiten. Zweitens, ich habe Angst vor diesen kleinen Hunden. 412. Ich habe keine richtige Augenfarbe. Das ist irgendwie so ein Mischmasch. Ist ja gut, ist ja gut. Weißt du was? Wir schauen jetzt erstmal, ob dir die Ausbildung bei Edeka überhaupt zusagt. Steht dir. Danke. Na, dann kann die Ausbildung ja losgehen. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ja. Zu den Arbeitszeiten. Ich meine die Öffnungszeiten. Von frühmorgens bis spätabends. Für Kunden natürlich super, aber wenn du hier arbeitest... Ja, aber wenn du bis spätabends arbeitest, kannst du am nächsten Tag ausschlafen. Ah. Okay, aber irgendwie checke ich die Herausforderung nicht ganz. Ich meine, ist das nicht eigentlich ein Job, den so ziemlich jeder machen könnte? Wenn das so ist, dann habe ich folgende Fragen an dich. Okay, was ist das für eine Frucht? Irgendeine komische Ananas? Falsch, das ist eine Pitahaya, eine Drachenfrucht. Okay, nächstes. Was ist das für Basilikum? Ich weiß nicht, irgendein roter Basilikum? Falsch, das ist Bordeaux-Basilikum. Wenn du hier arbeiten möchtest, musst du dich wirklich mit den Produkten auskennen. Okay, ja. Du siehst also, es ist eine große Herausforderung. Mhm. Aber wenn du hier eine Ausbildung machst, dann lernst du das ja alles. Okay, langsam überzeugst du mich. Aber ich stelle mir das schwierig vor mit der Abwechslung. Ich meine, ist man nicht eigentlich den ganzen Tag nur an der Kasse? Nee, es gibt noch mehr zu tun. Ich kann dir ein paar Beispiele zeigen. Zum Beispiel kreative Warenpräsentation. In dem Fall Orangen aus nachhaltigem Anbau. Nice, nachhaltig ist gut. Schönen Tag noch. Und was genau macht man hier jetzt? Naja, du kannst Experte für frische Produkte werden. Verstehe, okay. Also du musst Kunden beraten, wie was schmeckt, wie was in der Zubereitung funktioniert? Ja, genau. Okay, vielleicht kann ich dir irgendwann was zubereiten. Aber weißt du, wenn man dann mal an der Kasse arbeitet, stelle ich mir vor, dass es dann etwa so aussieht. Hallo. Hey. Kannst du ein bisschen schneller machen? Ja. Komm jetzt, Alter. Aber weißt du was, lass es einfach, ich geh woanders hin. So läuft es wirklich nicht ab. Du kannst es dir ungefähr so vorstellen. Ah, Herr Ems! Schon wieder hier! Hallo! Wahnsinn! Wie geht es Ihnen? Sehr gut, und Ihnen? Familie auch, alles gut? Ja, ja, alles gut. Haus, alles bestens. Schön! Schön, immer wieder schön, Sie zu sehen. Das Lächeln, Wahnsinn. Okay, und wie geht's jetzt weiter? Wir finden jetzt dein Talent. Mir ist aufgefallen, du kannst sehr flüssig reden. Das heißt, die Kommunikation mit dem Kunden müsste dir nicht schwerfallen. Wollen wir das direkt mal ausprobieren? Let's go. Ja. Ja? Ich suche die Schokobutterkekse, zartbitter. Sehr gerne. Einfach mal folgen. So. Die sind direkt hier, schmecken auch sehr lecker. Ja, ich weiß. Schönen Tag noch. Oh, die Pfefferminztaler? Ja, die sind auch hier vorne. Alle Süßwaren befinden sich hier im Gang. Also gar kein Problem. Kann ich Ihnen zeigen. Die sind hier. Ja. Sehr schön. Dann jetzt noch einen schönen Tag. Ja, ich habe noch eine Frage.
Ja? Die Schokobutterkekse, aber Vollmilch. Ja, ich sagte ja schon, dass das alles in eins. Ja. Ja. Folgen, ist ja kein Problem. Das, die sind direkt hier neben. Ja. Ja, genau. Ah, ich hab da noch eine Frage. Ich hab keinen Bock mehr, Ihnen zu helfen. Tut mir leid, oh Gott. Das lief jetzt nicht optimal. Hast du noch irgendwelche anderen Talente? Ja, ich bin ziemlich ordentlich und organisiert. Ja, wenn das so ist, dann hätte ich eine Aufgabe für dich. Okay. Dinkellocken 500 Gramm. Dinkel Vollkornspaghetti. Dinkel Spirelli. Dinkel Spaghettini. Alles gut? Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch nicht so organisiert. Das ist alles super viel. Aber dafür arbeitest du doch immer mit einem kompetenten Team zusammen. Hier hilft sich jeder gegenseitig. Okay, das ist gut, ja. Ich glaube, ich kann wirklich was Hilfe gebrauchen. Und habe ich meine Ausbildung bestanden? Du Witzbold, heute war dein erster Tag. Du hättest mir auch einfach sagen können, dass du meine Nummer haben möchtest. Bro, sie hat sich gerade ihre Nummer gegeben. Nein, das ist die Nummer vom Marktleiter. Wenn dir dein erster Arbeitstag gefallen hat, kannst du dich ja gerne mal bei dem melden. Dann geht's morgen gleich weiter. Ciao. Oh. Dann? Weißt du was? Ich rufe da jetzt an. Hallo? Jonas Ems hier. Ich wollte der Ausbildung zusagen. Ja Leute, das war mein erster Arbeitstag. Ihr müsst mal sagen, wie ich mich geschlagen habe. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Vor allem wurde ich über ganz viele Dinge aufgeklärt, die ich vorher so gar nicht genau wusste. Ich hatte viele Vorurteile, was so eine Ausbildung angeht. Und jetzt hier bei der Edeka in Hannover habe ich super viel lernen können, was eben auch Spaß machen kann, so im Ausbildungsjob. Und es ist eben nicht einfach nur super einfach, sondern einen wirklich fordert. Das Coole ist halt, es ist ein wirklich spannender und vor allem auch zukunftssicherer Arbeitgeber. Die Bewerbung ist nicht kompliziert. Man kann das über ganz viele verschiedene Wege machen, eben auch online. Man kann es per Video oder Sprachbewerbung. Man kann sie aber eben auch vor Ort bewerben, per Post. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Was eben im Fokus steht, und das ist ganz wichtig, Talente werden gefördert und gefordert. Das heißt, die Edeka Minden Hannover bietet ganz viele Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten auch nach der Ausbildung noch an. Man kann sich eben auch eine ganz eigene Existenz als Kaufmann oder Kauffrau aufbauen. Ich könnte in meinem Fall zum Beispiel irgendwann eine eigene Filiale namens Edeka Ems eröffnen. Weiß nicht, ob ihr da vorbeikommen würdet, aber das wäre auf jeden Fall ein fresher Laden. Egal ob nah oder fern, die Edeka Minden Hannover gibt es von der polnischen Grenze bis zur holländischen Grenze. Das heißt also, wenn ihr Bock habt, bei euren Freunden oder bei der Familie zu bleiben, dann gibt es sicherlich eine Filiale direkt bei euch in der Umgebung. Wenn ihr Bock auf ein Abenteuer in einer anderen Stadt habt, dann macht das. Wie gesagt, es gibt eine riesige Menge an Möglichkeiten, wo man diese Ausbildung machen kann. Was ich eben auch super nice finde, für mich einer der geilsten Gründe tatsächlich, warum ich auch super gerne bei Edeka einkaufen gehe. Edeka legt einen unglaublich großen Wert auf Nachhaltigkeit und auf Regionalität. Deswegen, liebe Freunde, wer gerade eine Ausbildung sucht oder sich darüber hinaus einfach informieren möchte, klickt auf den Link in der Beschreibung wirliebentalente.de. Schaut euch das Ganze an, informiert euch und im besten Fall macht ihr dort eine Ausbildung. Ich kann es euch nur sehr empfehlen, es war jetzt ein sehr cooler Tag, den ich dort hatte. Vielen Dank an die Edeka Minden Hannover für diesen wunderbaren Tag und für die Zusammenarbeit. Ganz liebe Grüße und bis ganz bald, Freunde. Wir sehen uns. Ciao.